Hallihallo, liebe Leute. Na, was geht? Wie geht's? Wo geht's? Ja. Wir heute wieder dabei mit einer Runde Last Epoch. Einziges Problem: Es geht immer noch nicht. Also, wir spielen eine Runde Warteschlangen-Simulator. Ich könnte mich verbinden. Warum könnte ich mich verbinden? Huch! Ich kann mich verbinden. Wait, das ist der falsche Charakter. Ich will wieder zurück. Spiel verlassen. Okay. Wir können wohl doch spielen. Dann lass mich mal kurz das hier ausmachen, das hier anmachen. Wir wechseln auf unseren richtigen Charakter. Das war jetzt echt unerwartet. Holy. Gut, okay. Dann von mir nochmal ein Hallihallo, Hallöchen. Das Ganze nehme ich nämlich jetzt mal auf. Und maybe ballern wir das sogar auf YouTube rauf. Weiß schon nicht so hundertprozentig. Aber wenn es funktioniert, dann rein da. Jetzt funktioniert es wieder nicht. Funktioniere. Ha! Oh mein Gott, Slade. Gerade eben war noch down. Im Discord steht auch down. Aber man kann es ja mal probieren, ne? Wenn es funktioniert. Warum denn nicht? Die Grafik ist irgendwie ein bisschen doof, oder? Gehen wir doch mal auf sehr hoch. Können wir auch noch Ultra. Es müsste ja gehen hier. Sie läuft ein Stream, aber stockt, sollte sie sein. Dadurch werden die unten stehenden Optionen deaktiviert. Okay. Ja, das hört sich alles gut an. Kann man den Ton auch im Hintergrund abspielen? Nein, wir wollen nicht im Hintergrund stumm machen. Das ist gewollt. Okay. Einmal gucken, dass es vom Stream her alles passt. Aber ich krieg auch keine... Ich krieg keine Schlechtmeldung. Also sollte das alles gehen? Herausforderungen, das wollen wir ja gar nicht. Wir sind auf EU West, 17 Millisekunden. Ich weiß nicht. Es scheint zu gehen. Ja, dann. Not kind to my bones, but I must hurry. Welrin is still a few days away. Okay. Wir sind ja Fernkämpfer. Deswegen müssen wir Fernkämpfen. Ein bisschen Kiting. Aber wir können aber auch so draufhauen. Warum sollten wir das machen, wenn wir so einen schönen Blitz haben? Blitz, Blitz! Weg damit! Oh. Nice! Gold! Wer bist du denn? In Händen eines gefallenen Boten findest du einen Brief vom Rat der Hüter. Er ist an dich adressiert. Our Herborian allies informed us that you will attend the peace talks. Raya's war has reached our lands, and we are in need of aid. As keepers, okay. We avoid conflict. We're dedicated to the goddess Atera's memory. That is, until Raya forced our hand. He wishes to destroy us and steal Atera's legacy. We can't let that happen. We need Herod's help. Your help. Okay. War wahrscheinlich... Weiß ich nicht. War vielleicht an uns gerichtet, wissen wir nicht. Finde den Hüter, der den Brief geschickt hat. Erstmal weg mit denen hier. Okay, wir müssen es auch in die Richtung casten. Vielleicht irgendwie ausweismäßig was? Ich glaube nicht, oder? Kann ich den Chat denn vielleicht deaktivieren? Ja,
Wir wollen den Chat erstmal deaktivieren. So, jetzt mal hier wieder. Man macht den mal wieder klein hier. So, okay, das sollte dann jetzt verschwinden. Brauchen den Chat ja erstmal nicht. Haben wir hier noch was? Oh, ah. Nichts fest gespawnt. Kann ich denn... Ich habe keine Ausweichtaste oder so, ne? Okay, gibt's hier nicht. Oh mein Gott! Wie viele sind das denn? Oh mein Gott! Huiuiuiuiui, viel Damage, viel Damage. Okay, wir haben Feuerball. Feuerball, Junge! Nice. Oh, Gold. Auch wenn das nur 4 Gold sind. Sagt man immer so schön. Auch Kleinvieh macht Mist. So, ne. Das sieht echt cool aus. Oha. Ein Bär. Oh, der verbrennt. Nice. Holzschild der Schildkröte. Wir haben jetzt einen Schild. Was macht denn der Schild? Einmal Blockchance und Wirksamkeit beim Wirksamkeit blockieren. Wie kann ich denn blockieren? Sagt mir keiner. Weiß ich nicht. Tauschen von Fähigkeiten. Okay. Kann ich die einfach mit... Nee, ich könnte... Da war da irgendwas mit Maus und Dingsen, ne? Das ist der Fähigkeitenbaum. Ne, ich kann die so, glaube ich, rumswitchen, ne? Dass ich das hier so hinziehe. Ja, genau. Aber ich glaube, ich lasse es erstmal so. Gucken wir mal. Gucken wir mal. So ein klein wenig hat es gerade geruckelt. Wir gehen mal weiter. Es lädt auf jeden Fall. Ich habe schon bei vielen gesehen, dass es da nicht mehr wirklich weitergeht mit dem Laden. Aber wenn das jetzt funktioniert, das wäre doch mega. Kleine Pflanzenviecher auseinandernehmen. Wer bist du? Erstmal dich hier weg. Leichen sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Sie waren auf der Flucht. So, okay, das ist das Einzige, was dort gesagt wird. Okay. Okay. Auf der Flucht waren die. Wait, greif. Haben die gerade gegeneinander gekämpft? Okay. I take it, dass die gegeneinander kämpfen. So, was ist mit dir hier? Oh. Blitz, was? Blitzfrost. Okay, irgendwie, ist der jetzt nicht so geil. Okay. Hello. Kupfer Stirnreif. When you arrived, was there a family? Is there a family? Alles in Ordnung? They were cornered, and there were so many. I can handle Osprex. I told them to stay back, to let me handle it, and they left. Okay. Ja, es ist Krieg. Man kann nicht jeden retten. If we can't. Sorry. Right. I just met you, and it's been a long road. Are you also here for peace talks?
Nee, und du? Okay. Grail. Since we're both headed the same direction, why don't we go together? Ja, klar. Which of us will take down more Ospreys? Come, let me watch you fight. Okay. Okay. Mal gucken, wer mehr und wer mehr. Ein wenig Rauch hier und da. Er tut hier auch Eisen. Oh, Assassinen-Kupferpfeil. Das gut mitnehmen. Nice. Ein Jade-Ring. Wir nehmen mal alles mit, was geht. Irgendwie, da habe ich auch was gesehen. Passivsystem. Also, wenn du die Stufe aussteigen und Quest abschließt. Momentan hast du Zugang zu den Passiven deiner Grundklasse. Okay, was wollen wir? Mana und Gesundheit? Nee, erhöhter Feuerschaden, erhöhter Kälteschaden. Intelligenz, Feuerbeständigkeit, Blitzwiderstand. Wenn ich mehr, jeder gewährt 4% Schutzzauber und verbesserte Fähigkeiten, die auf sorgfältig erlernter Magie beruhen, wie zum Beispiel Blitzschlag und Mana-Schlag. Dann als Elementschaden betrachtet. Der Runenmeister ist, glaube ich, sehr in Elemente, oder? Intelligenz pro Punkt. Feuerfertigkeit, Blitzfertigkeiten. Okay, ich weiß es nicht so hundertprozentig. Deswegen, wir gehen mal einfach, weil nur mehr Damage ist mehr Damage. Wir gehen mal auf so ein Feuerbild wahrscheinlich. Hier so mit so schönen mehr Feuerdamage. Perfekt. So. Ansonsten haben wir hier nichts, ne? Hier irgendwo was? Nee. Okay. Ich werde auch das Ganze mal ohne Guide als erstes spielen. Also wir werden komplett guidefrei sein. Oh. Genau, weil ich will das Spiel einfach mal nur so für mich, wie weit ich quasi mit meiner Strategie komme, ne? Und dann können wir immer noch hingehen und können uns später noch irgendwie einen Guide raussuchen und dann ein bisschen dudeln mit Meta-Builds. Ich bin halt nicht so ein hundertprozentig krasser Fan, wenn ein Spiel gerade released wurde. Ich meine, es ist halt jetzt schon ein bisschen länger draußen, ne? Aber wenn es halt gerade released wurde, dann schon direkt hier, Elementarnova, okay. Ah, die kann ich aber immer wieder casten, ne? Das gefällt mir. Das Bats haben fast keinen Cooldown. Ja, ich bin halt, bezogen auf das Meta, ich bin halt kein so wirklicher Freund, bei Anfang eines Games direkt ein Meta-Bild auszupacken und direkt zu gucken, was muss ich wie, wohin skillen. Ich meine, das kann man machen, wenn ein Spiel länger draußen ist und man es erst, sage ich mal, sehr viel später anfängt und man noch mit anderen mithalten will. Klar, das Spiel hier ist auch schon seit sehr langem draußen, sonst würde es keine Meta-Builds geben. Der ist ja irgendwo klar. Aber es wurde gerade erst released und quasi somit ist es ein neues Spiel. Es ist ein neues Spiel. Man muss es halt solches sehen, denke ich.
Ich mag es auch nicht, wenn immer wieder auf Early Access und so rumgehackt wird und dann ist das Spiel draußen, ist es mega und dann sagt man sich aber, nee, in der Early war es halt kacke. Deswegen spiele ich es nicht. Keine Ahnung. Es gibt bestimmt ein paar, die so, die so eine Meinung haben. Ich nicht. Für mich ist, wenn ein Spiel released wird, das Spiel ein komplett neues. Und man sollte ihm eine Chance geben und gucken, was die Leute sich so gedacht haben bei dem Spiel. Welche Vision sie wirklich am Ende verfolgt haben. Ich denke, in Sachen Lost Ark ist das schon eine gute. Okay, wir müssen, glaube ich, hier hin. Oh, hallo. Okay, kann ich mich jetzt eigentlich die ganze Zeit neben den stellen und das einfach die ganze Zeit... Okay, das ist für mich auch keine so coole Idee. Weg mit ihm! Nice. Okay. Wir haben nochmal eine Passive. Wir ballern das Meer hier rein, definitiv. Und dann haben wir hier was. Wenn wir Feuermagier machen wollen, müssen wir den Feuerball nehmen, oder? Ich würde aber mal gucken, was der so alles kann. Hat ein erhöhtes Zaubertempo? Nee, brauchen wir, glaube ich, auch eigentlich nicht. Zaubertempo ist eigentlich relativ gut. Feuerball verursacht mehr Schaden. Und reist schneller, was dazu führt, dass er weiter reist. Okay. Oh no! Wir haben die Verbindung verloren. Sind die Server wieder runtergefahren worden? Hoffentlich müssen wir das Ganze jetzt nicht nochmal machen. Ich guck mal gerade, was die Aussage ist. Okay. Wir probieren es einfach nochmal. Natürlich war das nur so ein Hiccup, welcher uns rausgeworfen hat. Es sieht eher weniger danach aus. Ah, doof. Okay. Direkt wieder rein da. Oh. Oh. Wir sind aber Level 4. Okay, gut. Dann lass mich mal einmal gerade hier gucken, wohin wir mit dem Feuerball gehen. Also 7% mehr Schaden pro Punkt, das ist schon mal sehr gut. Chance durchbohren. Liegt durch Ziele hindurch ist auch gut. Feinde zu entzünden. So einen Burn-Magier, hä? So richtig viel Dodge-Schaden. Das wäre auch richtig cool. Feuerballtreffer haben mehr kritische Trefferchance gegen entzündete Gegner. Feuerwiderstandsschredderchance 25%, ja. Feuerwelle versuchen nun nahegelegene Ziele. Oh! Oha! Eine Chance, Flammen mehr anzuwenden, ein Leiden, das Feuerschaden überzeichnet und sich nahen Gegnern ausbreitet. Zusätzlich sind alle Zeit über mehr Schaden. Flammen mehr angewendet durch Feuerball hat zusätzliche Flammendurchdringung. Eieieiei. Unbegrenzt auf Job über. Let's go. Beginnen mit einem entzündeten Bild. Ich will das mal ausprobieren hier. Was macht eigentlich die Nova an sich? Zeugt einen Nova, der Feuer, Kälte und Blitzschaden verursacht, okay. Wenn er mit gleicher Wahrscheinlichkeit erzeugt. Kann die... Kann die zum Beispiel... Die wird Feuer-Nova, die 11% mehr Trefferschaden verursacht als andere Arten von Element-Nova.
Alle Elementarwaffen verursachen mehr Schaden. Kann die denn auch entzünden? Oh ja. Also wir gehen auf den Feuerball und die Elementnova auf jeden Fall. Definitiv safe. Wir entzünden die Gegner. God Damage. Like me some good dot damage. Okay. Schade, müssen wir jetzt wieder machen? Hoffentlich bricht es nicht wieder ab. Das wäre. Voila, Krise! Und so. Würde ich eher ungern sehen. Okay, das sind jetzt aber ein paar viele. Und hier das, ne? Das wäre ganz cool. Macht das, Bandit. Danke. Ja, mach mal weg hier. Achso, nee. Ich muss mit dem reden. Okay. Ja, es kriegt, man kann nicht hier reden. Und du. Klingt gut, ja. Also los. Let's go. Gucken wir mal. Ja, schön. Nehmen wir das Rubin-Amulett mit. Wir haben noch ein paar Sachen auf jeden Fall hier. Mana-Schlag. Okay. Interessant. Was bringt denn ein Mana-Schlag? Oh, 15 Mana zurückgehalten. Okay. Wahrscheinlich muss man den auch öfter machen. Ja. Nice. Sehr schön. Warum nicht hält das jetzt gut? Das wäre echt cool. Ich wollte nämlich auch noch nach unten weiter, glaube ich. Wir besiegen erstmal die Gegner, dann können wir immer noch outleveln. Das ist so meine Devise. Wo ich gelernt habe zu kämpfen? Zu Hause. Ganz sicher. Die kämpfen gegeneinander. Wie geil ist das denn? Die kämpfen einfach gegeneinander. I like it. Rubin-Amulett. Lederhandschuhe. So, hier war ja nichts mehr großartig. Ich glaube, hier oben waren wir nicht lang, ne? Klar, natürlich habe ich zu Hause kämpfen gelernt. Also der hier. Unser Akademiker mit Niveau. Unser Akademiker mit Niveau hat kämpfen gelernt zu Hause. Er hat auch immer gesagt, Mama, ich will Krieg. Und Mama hat gesagt, Krieg ist zu Hause. Räum dein Zimmer auf. Dazu wirf ich dich mit Feuerbällen ab. So sieht das aus.
Witch's Town. Okay. Nee. Die sind zu viel Damage. Aber die Elfreck gefällt mir. Ich weiß nicht, ob die normal ist. Naja, holen wir uns einfach das ganze Zeug wieder. Kann ich das in einem aufsammeln oder so? Ich glaube, da gab es so eine Taste. Die Keepers haben proven difficult to track. But my observations revealed the truth. Their camps are neither chosen nor abandoned on a whim. There's a pattern to how they scurry. I instructed my soldiers to investigate the abandoned camps. Invariably, they're near shrines devoted to the eldest of gods. Each one was as empty as the last, save for meager signs of the Keeper's presence. They're not guarding the ruins. They're traveling between them, over and over. They must be moving with them. It'll be as simple as burning these vermin to ash. Raya wills it. Okay. Weiter geht's. Wir gehen schon mal einmal weiter, bevor wir jetzt irgendwie wieder irgendwo stuck sind. Oh no, es lädt schon wieder nicht, ne? Ah, das ist natürlich bad. Ah, doch. Okay. Huh! Hey. Oh, Belohnung abgeschlossen. Nice. Wir sind irgendwo safe angekommen. Nochmal passive Skillen. Und hier haben wir auch nochmal einen Punkt. Bleib mal gucken hier. Da geht der Schaden über Zeit hoch. Mehr Crit-Chance will ich jetzt im Moment noch nicht. Weil das auch nur heißt... Achso, okay. Kannst du das wirklich nur Feuerballtreffer machen, mehr Crit-Chance? Oder ist das allgemein mehr Crit-Chance? So, Shredder-Chance, ja. Ich will eigentlich relativ zeitnah dahin. Ich kann da nicht hin. Ah, ich muss 2 Punkte vergeben, damit ich das skillen kann. Okay. Ich verstehe. Okay. Okay. Das macht auch gewissen Sinn, ja. Hallo, das Lager der Hüter. So wie hier jetzt. Offered protection. More than protection. An alliance. But the truth is, we know little about him or his people. Prospect 1. He's one of the gods. Atera made him just as she made us keepers and gave him a role by her side. He's the guardian of his people, and he does his job well. Prospect 2. He cares for his people. Like the goddess herself, he extends his heart to all who need support. He forms alliances, wanting to stand united. Meanwhile, Raya wishes to tear this world asunder. Prospect 3. His people are warriors. Herborian fighters put ours to shame. We fight because it is necessary while they relish in it. I'll take on being behind their blade any day. Thus, I propose we accept this alliance. It is not in our nature, but we keepers have a sacred duty to uphold. Without Herod's help, our efforts might prove fruitless. Okay. Ich will mir auch so ein bisschen die Story geben, deswegen lasse ich zumindest die Teile, die einen Sprecher vorspricht, die lasse ich auch so durchgehen. Die lese ich jetzt nicht extra nochmal in Deutsch. Ich meine, ich denke, mittlerweile sollten sehr viele Englisch können. Und ihr könnt ja mitlesen, während sie was sagt. Sounds like their leaders waiting up at the shrine. The keepers have done well. This place isn't too different from home. A group tied closely with our goddess, Etera. They've been indebted to her. But why, we do not know. Even their name is
Well, what do they keep? Do they adhere to another god or just her? Okay. It's these mysteries that interest the Osprix. Whatever secrets the keepers hold, I'm sure Raye wants them. Now, we speak to the Keeper Council. Speaking of, I must head there now. Feel free to look around. I'll see you shortly. Okay. Wait, können wir noch mal mit ihm reden? Their leaders waiting up okay. The shrine. Okay, sag nochmal das her. Okay. Was können wir hier machen? Sag mir mal, was hast du denn da Schönes? Intelligenz plus 1. Ich kann die vergleichen mit Control. Ja, das ist schon mal, das ist eigentlich schon mal ganz cool. Wie kann ich es kaufen? Ah, Shift, so. Kaufen wir den mal, ziehen den mal an. Ah, das ist Stirnreif. Ah, warte, wir sollten vielleicht erstmal gucken, was wir hier vielleicht noch so im Inventar rumliegen haben. Nee, LP-Regeneration brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Mhm. Gucken uns immer mal an, was im Vergleich, ja. In der Rüstung ist schon was Gutes. Rüstung ist was Gutes. Schicklichkeit brauchen wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Zauberschaden. Das haben wir hier auch nicht mit dabei. Schergenschaden brauchen wir auch nicht. Erhöhter, ja, den da könnten wir anziehen, ja. Gesundheit, ja, warum nicht? Ziehen wir das da auch noch an? Und dann kritische Trefferchance. Nee, wir übertragen Materialien, wir haben keine Materialien. Das war irgendwas, warte mal, können wir hier... Keine Ahnung, wie... Kann ich denn... Ich glaube, mit den Dingern kann man halt nicht wirklich was machen. Kann ich mir die denn auch irgendwie rausziehen oder so? Die Präfixe? Kann ich das hier zerlegen? Das wäre ganz cool. Hat er das jetzt angezogen? Ja, natürlich hat er das angezogen. Das wollte ich doch gar nicht. Wie kriege ich denn... Ich glaube, ich kann keine Sachen zerlegen, oder? Gegenstand fallen lassen. Nicht, dann verkaufen wir einfach alles, was wir hier haben. Und weg damit. Perfekt. Ein bisschen Gold brauchen wir immer. Wir haben hier noch Truhen. Das ist es. Okay, ein Lager. Jawohl. Hallo, Traveler. Oh, ah, hier können wir unsere Passivpunkte neu verteilen. Das wollen wir aber gar nicht. Hm. Wer bist du? Wahrscheinlich mit den Friedensgespräche. Was sind diese Friedensgespräche? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind nicht stark dabei, es drum abzuwehren. Ja, haben ein Bündnis angeboten. Wir brauchen ihre Hilfe, aber wir wollen nicht einen Krieg verwickelt werden, der nicht in unser eigener ist. Mhm. Okay. Also die Hüter beschützen irgendwas, wollen aber keinen Krieg. Wie es aussieht. Das ist, wo wir part ways. Good luck out there. Yes. Something you need? Okay. I don't work for him. I'm his champion. Why? Okay. It means I've fought hard and climbed my way to the top.
Hierat himself taught me everything I know. As such, I dedicate myself to him, an extension of his will. Oh, warum? Because he saved me. When I lacked purpose, he was there. Okay. He made me what I am. Und das wäre? The person who's going to end this war. Take Rye down and make him rue the day he dared mess with us. Okay. Okay. Big boy wants to kill. I see. Rye was just telling me of your battle. I am Lena, one of the Keeper's Council. Okay. One of two. There should be more of us here. What? Einer von zwei? Was passiert? Bothus and I remain, and he's not here. As such, I must ask for your help. In your Bündnis schienen keine Gefälligkeiten erliegen. Okay. Bothus is busy checking on our sacred artifacts. We're protectors of Aterra's history, and right now, they're in danger. Mm-hmm. Not much, I'm afraid. We'll discuss it after our alliance. You are, okay. And I'm sorry, but this is how it must be. Their secrecy keeps them safe. Even mm-hmm. now, the Osprex swarm all of our sacred vaults. I've already asked Grail to check one down in the mountains. There is another up north, where Balthus is. Could you okay. make sure he's safe? There's word of a drake patrolling the skies. A drake. Ja, wir können seinem Wachen nicht helfen. But Balthus is impulsive. I worry he'll do something stupid. Du traust ihm also nicht? Sure I do. With your help. Bündnis also sicher? And our alliance is secure. We'll lend our aid to Heoboria's army. Okay, klingt, als hätte ich Arbeit. Okay, geben wir mal die Arbeit an. Aber warte, da ist noch jemand, der reden will. Okay, der will nicht reden, der will nur einfach sagen, wir lassen hier niemanden durch. Perfekt. Gut. Ja, Andre, ganz easy. Ja, ja. Du, gar kein Problem. Im Fingerschnipsen, ne? Der Fireball, der regelt das. So sieht das nämlich aus. Da wird er einfach weggeschnippert. Einfach one-shotten, so sieht es nämlich aus. Portal. Okay, ich kann ein Portal benutzen mit T. Das sind einige. Hallo. Was ist denn mit euch los? Sehr schön. Schön. Ich habe schon gehört, einige haben auf jeden Fall hier schon die Mobdichte gelobt. Dass man hier so wirklich so ein paar Mobs auch im AOE einfach mal umkratzen kann. I like it. Das wird doch so ein Burn-Bild überhaupt nichts dagegen sprechen, ne? Sowieso, Dot ist immer gut, ne? Besonders wenn Dot überspringt. Überspringendes Dot ist einfach OP. Oh, nice. Stufe 6. Mit denen... Pflänzchen da... Kannst du das mal lassen? Huch!
Einer aber schwer aggressiv geworden, ne? Auch cool, ich brauche einfach keine, ich brauche einfach überhaupt gar keine Nahkampfangriffe zu machen, also Angriffe mit meiner Waffe zu machen, ne? Das regelt sich alles von selber. Ach, die graben sich ein, die Viecher. Komm ich hier, hier komme ich nicht rein, ne? Huch! Hallo? Ich kann jetzt mal kurz. Jetzt gehen wir mal. Noch einmal hier rein. Alle 3 Sekunden wird der nächste Elementarzauber erhöhten Schaden. Erhöhten Schaden und hat eine Chance, Gegner bei Treffer zu verlangsamen. Zu verlangsamen, aha. Pro 10 LP einen Punkt Schutz. Du unter 70% LP fällst, erhältst du einen Schutzstoß basierend auf deiner maximalen LP. Dieser Effekt hat eine kleine Zeit von 12 Sekunden. Okay, ist so ein defensives Ding. Hier habe ich auch nochmal einen Punkt bekommen. Ja, bitte. Ich will das da. Ich will einfach meine Feuerbälle spammen können, dass die sich die Gegner suchen. Das wäre ja mega nice. Homing Rifle Firewall. Hm. Könnte man ja mal so einem D&D-Gegner geben. Könnte man machen. Schön weg mit denen hier. Auch ja keiner. Oh, flieh auch mal. Okay. Hallo. Mit den Pflanzviechern. Ilim! Du Feuer! Hans, get the flames froher! Was just frohe Fireball? Okay. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit! Sammeln hier die ganze Zeit nur Bastardschwerter auf. Das ist ja. Alles immer schön erkunden. Kann ich eigentlich. Ah, perfekt. Oh, guck dir das mal an, ey. Eine Karte in der Mitte deines Gesichts. Deines Sichtfeldes. Gesicht ist auch noch besser. Nee, das ist das erste Mal. Gestern sind wir nicht mehr reingekommen. Gestern nur noch Universum gespielt. Aber es fühlt sich gleich schon. Es fühlt sich sehr gut an, muss ich echt sagen. Also. Oh, was haben wir hier? Ein Wasserschein. Hätte ich gar nicht gelesen, was der wirklich macht. Was macht der? Mana und Regenerations. Okay. Mana-Regeneration? Nice one. Hier komme ich nicht durch. Hier komme ich aber durch. Weg damit. Schärpe der Funken. Na, also Stab. Egon! Oh, oh, eine Truhe.
Gucken wir mal. Was haben wir hier? Oha. Sehr schön. Ganz viel blauen Stuff. Sehr schön. Hier ist noch extrem viel unerkundet. Holy. Gebiete sind schon knackig. Ah, der bleibt auch nicht ewig verbrannt, ne? Wasserschwert, Abtenhelm. Das dann nehmen wir auch noch mit. Jups. Danke. Ein Silberring. So, dann haben wir hier quasi auch alles erkundet. Und dann geht's wieder einmal nach unten, wo das Türchen ist. Okay, ich denke, hier ist auch nicht mehr, hier ist auch wirklich nicht mehr so viel. Sehr schön. Ah, so ein klein bisschen nachlenken tut's aber. Oh, oha. Ist so viel Damage. Der wird mal lassen. Eieiei. Ich habe Flammenschutz freigeschaltet. Jupp. Mitnehmen. Heiltrank will ich auch. Wir nehmen alles mit. Das, was geht, geht. Okay, ich glaube, jetzt können wir echt weitergehen. Alle Gegner schön geklärt. So, aber bevor wir weitergehen, leveln wir noch einmal kurz auf. Jawohl, was haben wir jetzt hier? Gletscher. Erzeugt drei große werdende Eisblock-Explosionen in Zielrichtung. Jede Explosion verursacht mehr Schaden als die vorherige. Nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Desintegrieren. Vulkanische Kugel. Die da wird bestimmt geil. Ich glaube, ich gehe einfach weiter. Also ich hau einfach da ganz viel. Ich hau den voll. Und dann gehen wir wahrscheinlich hier auf die Arkanenflammen. Ja. So, dass wir ganz viele Gegner entzünden. Haben wir sonst noch etwas? Flammenschutz gewährt sofort 400 Schutz. Danach erleidet dein Charakter für 3 Sekunden 30% weniger Schaden durch Treffer, die außerdem einen flammenden Vergeltungsschlag auslösen. Okay. So ein bisschen Oh Shit Button. Ich glaube, den kann ich mal auf die Q legen. Wir legen den mal auf die Q. Den Oh Shit Button. Okay, gucken wir mal, wann es lädt. Gar nicht, okay.
Hey. Jede Klasse hat so einen Oh-Shit-Button, okay? Den drückst du, damit mal kurz Sensepause für die Gegner ist. Ob das jetzt ein Damage-Spell ist, der einfach mal schön alle Gegner wegwiped, oder ob das ein defensiver Spell ist. Oh, P-Klasse. Ei. LE61, die Spielersuche konnte nicht durchgeführt werden. Eieiei. Könnte gut sein. Ah, nee. Jetzt geht. Perfekt. Sehr schön. I like it. Wen haben wir hier? Ach, wer seid ihr denn? Ein Sonneneindringling? Okay. Okay. Boah, der. Okay, der ist jetzt auch nicht so OP. Der Schild geht ja einfach relativ schnell weg. Ist halt wirklich nur in the middle of the fight. Ups, den habe ich nicht richtig getroffen. Warum müssen die Fernkampf sein? Können die mal aufhören? Hast du Fernkämpfer? Wir müssen hier hin, ne? Jo. Hallo, lieber Gegner. Mehr Steaks? Was haben wir denn hier? I am not a man of many pockets. I'm not a man of many pockets. Dann. Wenn du not a man of many pockets bist, müssen wir doch mal gerade gucken, ob das hier alles besser ist. Kritische Betäubungschance erhöht Nahkampfangriff, erhöht Chance auf Betäubung im Nahkampf, aber macht trotzdem nur 3 Zauberschaden. Weiß ich jetzt nicht. Ich will mehr Zauberschaden. 3 Zauberschaden, Zauber minus 3 Mana kosten. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Grundangriffsrate 3 Zauber Mana kosten 29% erhöhte Nahkampfschaden haben wir keinen, aber das wollen wir auch gar nicht. Wir sind Magier, wir brauchen keinen Nahkampfschaden. Rüstung halte ich dann doch für besser. Ausweichwertung, machen wir die erstmal da rein. Erhöhte LP-Regeneration. Nee. Minus 1 Rüstung dafür. Minus 1 Intelligent dafür 12 Rüstung. Nee. Intelli-Klug ist immer gut. Minus selber Rüstung. Erhöhte LP-Regeneration. Ja, let's go. Let's go. Blitzwiderstand. 3 Trankslots. Oh ja. Der ist auf jeden Fall besser. Ich glaube, das war's auch schon, ne? Wurfschaden brauchen wir keinen. Was hast du hier? Nee. Definitiv nicht so gut. Warte, vielleicht können wir das mal mit dem hier vergleichen. Nee, auch nicht. Okay. Ja, dann gibt's wahrscheinlich nichts anderes als... wir haben noch keine Materialien. I am not a man of many pockets. Ich glaube, wir können auch nicht zurückgehen. Also ich glaube, wenn wir zurückgehen, können wir nicht wieder hierher. Ich glaube nämlich gehört zu haben, das wäre was anderes. Also du musst da die Karte nochmal neu spielen. Was dann uncool wäre. Kann aber auch sein,
Okay, hier haben wir jetzt dann so einen Porter hin. Was sind das eigentlich? Es geht noch zurück. Es geht auch nach vorne. Die Karte ändert sich ja komplett. Was ist das? Und dann das Ende der Zeit. What the hell? Was ist das alles? Cool. Wir sind gerade im göttlichen Zeitalter. Okay. Hierüber. Nee, wir sind hier so rüber gelaufen, ne? Das da hinten, das da unten haben wir doch alles gar nicht. Interesting. Also, vielleicht doch einmal kurz in die Stadt. Wir reisen mal dahin. Ich glaube, das war keine gute Idee. Reisen wir dahin? Hallo? Ah, ja. Okay, jetzt geht. Man muss immer damit fürchten, dass irgendwas passiert. Dass dann gleich wieder weg ist. Okay, einmal bei die Händlerin hier. Also, sind die Firmen gelaufen? Ich habe gerne im Anfang den Schrein gesehen. Alles gut gelaufen, ja, ich denke schon. Dann schnell hinter uns bringen, aber bei allen Weisen wird man schnell nervös. Ja, gib mir mal her, was hast du denn da so? Du hast einen Folianten, der meine Castgeschwindigkeit erhöht und meine Intelligenz. Ein Intelli-Klug erhöhst du? Was bist du denn für ein geiler Helm? 28 Rüstung und 24 Mana. Aber Mana brauche ich halt nicht so wirklich, ne? Und ich glaube, die Rüstung ist gerade im Moment auch noch egal. Was ist das da? Erhaltener Schutz bei Tötung. Ah, man kann... Ah, man kann als Magier... Kann man auf Schild gehen. Ah. Interessant. Mehr Zauberschaden? Nee, Nahkampf, Blitzschaden. Wir wollen keinen Nahkampfmagier spielen. Na, erstmal das ganze, den ganzen Stuff hier verkaufen. Ja, komm. Weg damit. Und dann, holen wir uns mal das da. Hoppa. Ja. I like it. Kann ich den nur noch... Okay, ist verkauft. Nur ein Ring, Ausweichring. Nee, ich glaube, ansonsten haben wir... In der Janine habe ich keine. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, keine. Nice. 830. Haben wir jetzt schon. Dann können wir wieder zurück. Einmal zurückreisen. Gucken. Oh, es geht sogar instant. Quasi. Nice. Jetzt werden doch bestimmt wieder ein paar Gegner da sein. Wenn der Loading Screen vorbei ist. Nice, gerade bei Loading Stream Werbepause. Easy. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, auch das Werbepausen-Ding wahrscheinlich in nächster Zeit nicht mehr anzuzeigen. Erstens, weil ich glaube, es spielt sowieso nicht so eine große Rolle. Glaube ich zumindest. Also, kann gut sein. Und zweitens stört es auch so ein bisschen die Immersion im Stream, wenn da irgendwie was blendet wird. Wenn wir jetzt irgendwie was Chilligeres machen würden, sage ich jetzt mal, das ist natürlich kein Problem. Also wie zum Beispiel irgendwie Game Dev oder so.
Aber ich glaube einfach, wenn wir Games zocken, dann stört das alle die, die keine Werbung haben. Und in YouTube macht es ja auch wenig. Also YouTube macht ja auch wenig Sinn, das in YouTube drin zu haben. Das lädt ganz schön lange.